Hallo, hallo ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich glaube, wir haben unseren Obstbaum verkackt. Der darf nämlich nicht auf Rändern stehen. Habe ich nicht gewusst. Kann man den nochmal ausgraben irgendwie? Ich glaube nämlich fast nicht. Doch! Boah, bin ich froh. Okay, ist gut, dass ich nicht mit der Axt draufgehauen habe. Ich meine, das war klar, dass es mit der Axt kaputt gehen würde, aber... Oh, wichtig, 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 wichtig. Dann können wir den nochmal smart woanders platzieren. Okay, wie viele Dinge habe ich gerade ausgegraben? So, 1, 2, 3, 4. 4, okay. Alles da rein, wir brauchen eine neue grüne Kiste. In der Theorie. Weil wir haben keinen Platz mehr für unsere geernteten Dinge. Ja. Ich mache jetzt einfach eine Kiste. Das Problem ist, ich habe noch viel Platz in anderen Kisten. Aber das ist halt nicht meine Art und Weise, wie ich Dinge ordne. Ja, genau. Ich ordne einfach meine Dinge so, wie ich sie ordne. Ich meine, wie gesagt, ein paar Dinge kann ich hier noch reintun. Also ich nehme gleich meine Blumen und Forageables, alles. So. Das sind alles Dinge, die gewachsen sind, oder? Boos. Blumen. Höhlenkarotten. Frühlingszwiebel habe ich auch gefunden. Das heißt... Dann mache ich hier nochmal eine Truhe mit dem ganzen Zeug. Das sind jetzt Blumen und Dinge, die ich gefunden habe. So. Dann kommt dann noch dazu das. Alles andere habe ich selbst angepflanzt. Außer das. Okay. Sehr cool. Das sind jetzt sozusagen die Forageables, das sind die Erntedinger, das sind die Minendinger, das sind die Tierdinger. Okay, dann können wir unseren Baum hier einfach ganz chillig, der braucht nur also einen 3x3 Block frei. Dann machen wir das so, soll der hier mal wachsen. Ist egal, wenn, falls irgendwie unser Feld mal da größer werden sollte oder so, dann sollte das auch kein Problem sein. Ich glaube, kann man den immer rausmachen? Ich weiß nicht. Jetzt bauen wir den hier mal an. Oder vielleicht noch ein bisschen weiter drüben. Mal hier können wir sowieso nichts anpflanzen. Von dem her, die Überlegung wäre halt die, ne? Okay, das heißt, wir brauchen noch ein paar Pflänzleins. Wie gesagt, ich glaube, Mais wäre smart, weil Mais ja noch im Herbst dann wächst. Und von dem her, ja, haben wir sehr lang was davon dann. Okidoki. 1300 Gold. Upgrade ist gerade nicht in Sicht. Sonst wäre es vielleicht smart, wenn wir gleich auf 5000 Gold sparen und das nächste dann upgraden. Das Problem... Ah, wurscht, ich gieß mal. Fangen wir mal die Tagesroutine an. Und dann nehmen wir uns Mineral, also Quarz mit für Abigail. Weil die Abigail... Ah, wir finden keine Amethysten für sie. Sie bekommt den einen Amethyst, den wir noch übrig haben, bekommt sie an ihrem Geburtstag. Es sei denn, wir finden bis dahin noch welche. Was schon auch durchaus möglich ist. Also nicht verzagen. Wir haben auf jeden Fall noch die Chance dazu. Genau. Ah, seht ihr unsere Ancient Fruit, Leute? Unsere alte Frucht hier? Sehr gut. Das ist sehr gut, dass ihr das seht. Hallo.
Hallo anderes Huhn, ich brauche Wasser und Eier. Die werde ich wieder in die Mayonnaise-Maschine packen und dann werden die mir lecker Mayonnaise machen. Genau. Wir können dann auch mal... Ach ja, sorry, dass es mich gerade so räuspert. Ich verstehe es selbst auch nicht genau. Aber wir könnten dann zu Mani mal schauen. Und bei ihr können wir dann unterwegs kochen. Das ist geil. Dann können wir bei Mani schauen, was es für unsere Tiere noch gibt. Für den Coop da nämlich, weißt du? Das wäre dann noch so ein Ding. Und so eine Recyclingmaschine wäre smart. Können wir uns auch noch machen. Können wir uns jetzt gleich machen eigentlich. Wurm. Weil alles andere ist gerade... Ja, Bienen. Auch nicht bad. Aber die Recyclingmaschine, was braucht die noch? Weil das habe ich vergessen. Eisen, Stein und Holz. Ja gut, Holz werden wir sowieso heute farmen. Aber ich mach mal eine. Direkt, right away. Lol, sorry, es tut mir wirklich leid, aber jetzt habe ich gerade einfach den dicksten Frosch meines Lebens im Hals. Wahrscheinlich habe ich morgen dann Halsweh. Das ist irgendwie so... So ein böses Omen, keine Ahnung. Vielleicht auch mehr trinken, kann auch sein. Das hilft. So, wir haben Holz und ein bisschen Stein und ein Eisen noch. Und dann haben wir auch unsere Recyclingmaschine. Falsch. Eisen. So, da. Dann, ich weiß nicht, das ist ein blöder Spot gerade hier. Dann hätte ich das mal so gesagt, dass wir die Kiste... LOL! Schüsch! Wir können die einfach verschieben mit der Axt. Das ist chillig. Ja, dann passt das eigentlich genauso. Ja, dann können wir hier... Weil da sind ja unsere Fischloot-Dinger drin. Die können wir dann in unsere Recyclingmaschinen packen. Und zumindest irgendwas Wertvolles draus machen. So. Dann hätte ich gesagt, haben wir noch eine Quest offen? Nein, gerade nicht. Außer die Bürgermeister-Quest. Da könnten wir natürlich schauen, was die Mani gerne mag. Weil die Mani ist ja, wie gesagt, die Freundin von dem Bürgermeister, die nämlich auch die Unterhose hat. Beste Geschenke, Diamant, Kübiskuchen, Bauernmahlzeit. Hat sie andere Geschenke, die nice sind? Quarz, die mag auch Quarz. Das ist cool eigentlich, weil dann können wir... Ja. Okay, dann geben wir ihr Quarz und unsere Abby Quarz. Das ist ja perfekt. Dann haben wir ja einen Plan. Dann können wir ja... Wir brauchen nur Mani auf zwei Herzen, dass wir in ihr Zimmer reinkommen können. Und das wär's dann auch schon wieder. Okay, na gut. Was ist das für eine Quest? Ich brauche Eisenbahn. Falls es nicht zu viel Arbeit ist, Louis, ja. Kannst du haben, habe ich gerade aber keinen mit. Wo wollte ich hin? Wir wollen zu Abigail. Mal schauen, ob die da... Obwohl, Abigail wohnt ja hier bei Pierre. Ich verwechsel das immer mit dem Haus oben. Okay, das heißt, solange sie zu Hause ist... sie ist nicht zu Hause, außer in der Küche vielleicht. Abby, nein. Sie ist also nicht da. Apropos, Mani hat schon ein Herz von mir. Das ist aber auch ziemlich gut. Ah, hier ist Mani, lol. Danke dir. Perfekt. Dann haben wir Mani. Ja. Also egal. Haben wir jetzt zumindest mal das gegeben. Wo könnte denn unsere Abby sein? Apropos Abby. Was macht die eigentlich den ganzen Tag? Geht die eher nach oben oder nach unten?
Das sind so Dinge. Ein Zug fährt durch Stardew Valley. Demetrius, du alter Knacker. Ja, ich gehe jetzt zum Zug schnell. Wir haben sowieso heute nicht recht viel vor. Natürlich werden wir ein bisschen Holz sammeln, aber Holz kostet halt wirklich sehr viel Energie. Selbst mit der Kupferaxt, was crazy ist, wenn du mich fragst. Aber ja. Da ist meine Abigail. Hallo. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Ja. Die Luft ist den ganzen Sommer durchzogen von Honig und Nektar. Mir ist fast schon schwindelig. Ja, es kommt drauf an, wenn man allergisch ist, ist das natürlich nicht so geil. Okay, wir haben also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also wir haben Abigail gefunden und können jetzt auch hier zum Zug gehen. Okay, ich glaube, der ist schon gefahren, oder? Haben wir zumindest ein neues Areal freigeschalten. Hallo. Ja, das ist ein Freizeichen-Ding. Was das Coole nämlich an diesem Teil an wie soll ich sagen, des Dorfs mehr oder weniger oder abseits des Dorfs ist, dass es hier ein Spa gibt. Ja. Ein Bad. Und da können wir reingehen und theoretisch fühlt sich dann unsere Energie langsam wieder auf. Also ja. Dann könnten wir wirklich noch ein paar Dinger machen. Wie gesagt, ein paar Bäume fällen. Aber das Energieaufladen ist halt. Wobei es ist relativ schnell sogar. Wow. Das ist crazy schnell. Für das, dass wir nicht mal 5 Euro Eintritt oder was zahlen müssen. Was ich echt verstehen würde für diesen Benefit, sag ich jetzt mal. Maximale Energie ohne irgendeinen Kosten, außer dass wir natürlich hier hingehen mussten. Das heißt, wir können theoretisch unsere Routine so machen, dass wir, 5 Ebenen in der Mine gehen, machen, dann gehen wir da rein und dann gehen wir nochmal 5 Ebenen. Das geht, oder Holzfarmen, dann da reingehen. Ja, egal. Wir können ja hier auch mal ein paar Bäume fällen noch. Ist ja alles im Rahmen des Möglichen. Und auch zu Hause können wir dann weiterfällen. Also sollte eigentlich alles gut funktionieren. So. Wir könnten hier sogar unsere Bäume wieder anpflanzen. Theoretisch könnten wir sogar unsere Felder hier machen. Weil wir ja hier eigentlich immer wieder Energie auffüllen können. Wäre das die Broken Strat? Und wo geht's hier hin? Das ist auch neu, glaube ich. Spannend. Und ich finde es auch gut, dass Eric, der Entwickler, Concerned Ape, halt auch nicht alles angekündigt hat. Was gekommen ist, also schon. Das meiste, aber halt viele Dinge hat er halt im Unklaren gelassen, weil er eben wollte, dass man das noch entdecken kann. Dass er sich drauf freuen kann, mehr oder weniger. Und ich finde das gut. Natürlich davor, in der Vorzeit, dachte man sich dann immer so, ja nein, sag doch alles, ich will doch wissen. Aber es macht einfach wirklich Spaß, gerade Stardew Valley nochmal zu spielen und einfach neue Sachen zu entdecken. Vielleicht alte Sachen zu entdecken, die man damals einfach noch nicht entdeckt hatte. Gibt's ja auch genug, weil Stardew Valley so ein großes Game ist. Mit so vielen Features und so. Also von dem her, da gibt's schon sehr vieles. Ja. Cool. Ja, jetzt ist es dunkel geworden. Ja, 110 Holz. Ist ganz okay. 2 Setzlinge, also 2 Samen nehme ich mir nach Hause mit. Denn ich glaube nämlich, ich bin dann drauf gekommen, dass die generell von zu Hause noch waren, glaube ich.
mich jetzt nicht alles täuscht. Weil von einem Baum 5 Setzlinge ist schon, wäre schon wild. Von dem her halt. Naja, wie gesagt, egal. Was haben wir eigentlich jetzt für eine Quest noch? Ach ja, Eisenbahn. Ja gut, das machen wir dann morgen noch. Also auch in dieser Folge noch, aber Maru hat morgen Geburtstag. Da Maru will ich eigentlich. Von Maru brauche ich nichts. Forellen Derby. Spannend irgendwie. Ah, den Geburtstag könnten wir uns vielleicht ein bisschen merken. Willi, am 24. Bei Willi können wir uns ein bisschen einschleimen. Geburtstage sind halt theoretisch der einzige Tag im Jahr, wo du jemandem was schenken solltest. Unbedingt, weil da ist halt alles geboostet. Von dem her ist das halt worth. Oder am worthsten, sagen wir so. Am worthsten. Ja, machen wir noch 10 Kupfer. Also, 2 Kupfer, so. Und dann bauen wir noch die 2 Bäumchen an. Und ah, Mayonnaise. Verkaufen wir heute auch mal wieder, weil wir ja dann. Ja, das lässt sich jetzt drin, kein Bock mehr. Da sind meine Samen drin, ja. Meine Foragables gehören eigentlich da rein. So. Okay, Leute, dann ist dieser Tag zu Ende. Wir haben noch sehr viel Energie wegen dem Spa. Also, wie gesagt, eigentlich sehr OP. Hofarbeit, ja, wieder Mayonnaise richtig strong. Ist aber auch gut. Das verfeinerte Quarz, 50 Gold, ist ziemlich nice für das, dass es eigentlich eine CD war, die kaputt war. Ist es schon gut. Neuer Tag, neues Glück. Königin der Soße. Gebackener Fisch habe ich schon. Okay. Wahrsager sagt heute, das ist selten. Die Geister fühlen sich heute absolut neutral. Okay, ja. Ist mir eh am liebsten so. So, sind jetzt die Melonen schon? Nein, das sind noch nicht. Morgen versammeln sich eine jährliche Lua am Strand. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Bringe auf jeden Fall etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst, ja. Wir brauchen irgendwas High-Quality-mäßiges. Was würde sich eignen dafür? Mayonnaise? Ich meine, wir können da ganz kurz auch wieder ins Wiki schauen, gemeinsam. Ich weiß, ihr seht davon nichts, aber ich sehe es und ich kann es euch vorlesen. Der Punkt ist, wir googeln Lua Festival Stardew Valley. Blue Ray Festival, ja, das sollte es nicht sein. Luau oder so, Festival. Genau, Luau, okay, was haben wir da? Aufgabe. Okay. Mayonnaise, ich hätte auf Mayonnaise gehofft. Zutaten normaler Qualität sind nicht zulässig, okay. Heißt also was? Purpurfisch, Pfifferling, Legende 2, Käse, Katzfisch, Goldei, große Milch,
Goldei, warte mal, Ei vielleicht? Großes Ei? Nein. Mann, schade. Blumenkohl in Goldqualität. Haben wir Blumenkohl? Gut, dann haben wir. Das haben wir ja hergegeben. Radieschen in Goldqualität vielleicht? Nein. Erdbeeren Goldqualität. Nein. Peperoni. Nein. Shit. Das ist nicht so gut. Wir haben nur gut die Rotbarbe in dieser Qualität wäre geil. Aber sieht auch nicht gut aus. Schade. Gut, ich glaube, das können wir dieses Jahr noch vergessen. Sollte auch dann eher fürs Late Game dann sein. Ich habe was? Ich habe eine Krähe verjagt. Super, toll. Stolz bin ich. Bin so stolz auf dich, dass man es gar nicht glauben kannst zuerst. So, da rein alles sortieren und wir brauchen wieder neue Sämchen. Ich mache immer die falsche Truhe. Okay. Ja, machen wir weiterhin Korn erstmal. Ist halt, wie gesagt, smart, weil das halt dann weiter wächst. Okay. Oh, den Sommerkürbis hätte ich auch noch anpflanzen können. Na, macht nichts. Es tut mir gerade leid, dass ich da ein bisschen lost war und da geschaut habe. Aber andererseits ist Uncut. Es sieht sowieso keiner zu. Wenn zufällig gerade bei dieser Stelle jemand zugeschaut hätte oder schauen würde, da wäre es halt unlucky, aber ja. Sei es drum. Es sei es drum. Okay, was haben wir noch? Ich hätte halt wirklich gehofft, dass wir unsere Mayonnaise in guter Qualität da reintun können. Und ja, damals hatte OBS die Funktion, dass man die Aufnahme pausiert, damit ich dann nachher nichts cutten muss. War das halt ideal, so gesehen. Aber ja, dann ist es halt nicht so. Dann ist es halt nicht so, dann soll es halt nicht so sein. Schade. Okay, wir haben wieder coole Eier. Man muss eh mal schauen, theoretisch, wie worth es überhaupt ist, diese Tomaya zu machen. Wenn sie. Ob sie nicht irgendwie Value verlieren oder so. Und zumindest, ob sie nicht Value, weiß nicht, verlieren könnten. So. Genug geredet. Was ist das Ziel? Wir könnten heute wieder 2 Quarz mitnehmen. Wie gesagt, meinen ist gerade eh nicht so drin. Ach ja, oh, wir können uns die Minecarts anschauen. Die müssten ja jetzt funktionieren. Und zwar können wir jetzt in die Stadt gehen. Da kommen wir hier raus, bei Clint. Oder zu den Minen. Das ist halt vor allem praktisch, wenn man spät am Abend noch in der Mine ist und dann schnell nach Hause möchte. Weil, oder halt zum Strand muss oder so. Weil alles andere, ja, schnell zu Clint muss man meistens ja nicht. Also, ja, kann man auch. Gibt auch Situationen. Nein, heute ist wieder Ruhetag. Abigail. Naja, dafür gehen wir zum Mani. Theoretisch könnten wir die I fragen heute. Außer sie arbeitet nicht. Aber wenn sie arbeitet, können wir sie fragen, was sie uns verkaufen kann. Vielleicht hat sie ein paar kleine Tierchen für uns. Hallo. Tiere kaufen. Was
Achso, warte mal, wir können nur Huhn kaufen, oder was? Ah. Großer Hühnerstall, okay. Ja, verstehe ich. 800 für ein Huhn. Ich weiß nicht, wäre das gut? Wäre das eine Investition? Eine Mayonnaise sind schon 180. Und ich muss sie ja ohnehin fast nicht füttern. Theoretisch wäre das eine Investition. Es wurscht jetzt mal. Heu 50 ist crazy teuer. Brauchen wir sonst irgendwas? Hundehütte. Wäre eigentlich nice für unseren Hund. Aber es bringt halt, glaube ich, gar nichts. Also. Ja, gut. Money. Danke dir. Ah, wir brauchen noch den Eisenbahn. Und die Hose für Luis, die können wir da auch gleich. Genau. Ja, das können wir gleich alles in einem abliefern. Jo, ja, ich weiß nicht, ich hole mir halt einen Huhn. Ich hole mir noch einen Huhn. Das benennen wir jetzt. Wie nennen wir das? Wir nennen es nein, Abi, aber geil nennen wir es. Ich weiß, es ist so ein dummer Name vielleicht, aber einerseits erinnert es mich an meine zukünftige Frau Abigail und andererseits ist es eine Aber-Referenz. Also ja, ich nehme es einfach so hin. Frag mich nicht wieso, frag nicht was für Saft. Einfach Orangensaft. Turn up! Genau, und wir haben jetzt unsere Sichel nicht mit. Sonst könnten wir hier ein bisschen Gras abernten. Egal. Wir könnten eigentlich noch ein zweites Silo bauen lassen von Robin, weil wir haben sowieso so viel Gras, dass der im Winter dann eigentlich sterben wird. Sterben, vor allem. Nicht mehr da sein wird. Und so hätten wir wenigstens noch Heu daraus gezogen. Aber ja. Derweil kommen wir noch gut aus. Fürs zweite Jahr, dann konnten wir dann vielleicht sogar noch zwei Silos bauen. Jetzt wäre ein Brunnen noch ganz nice. Ja, dann begrüßen wir noch schnell unser neues Kükilein. Den Eisenbahn nehmen wir noch mit für den Major. Und hallo, bist du schon da, mein kleines neues? Aber geil, Mo, du bist so süß. Wo bist du? Ja, ich sehe aber geil nicht. Gut, das wird noch so klein sein. Naja. Bis das mal Eier legt, könnte es ein bisschen dauern. Aber ich lasse mich nicht aus dem Konzept bringen. Wir sortieren hier erstmal wieder alles ein. Jo, wieder. Und jetzt habe ich auch meinen Quarz abgegeben. Brauche ich noch irgendwas? Ach ja, Eisen habe ich auch abgegeben wieder. Dann habe ich jetzt wieder alles. Und ich glaube, warte mal, wir können theoretisch jetzt noch Holz sammeln, dann könnten wir das im Community Center mal abschließen. Wobei, oder wir bauen zuerst die Brücke unten fertig. Egal. Was auch cool wäre, wenn wir noch Robin fragen. Wegen, also fragen, also bei Robin noch schauen. Da, Luis. Wie die neue IKMA ist, keine Ahnung, Alter. Das bleibt aber zwischen uns, okay? Passt. Passt, Mitchell Luis. Ah, hallo, Bernie. Servus, Bernie. Hast mein Gesuch gesehen? Mit den Aussagen. Schaut perfekt aus. Mal schauen, da ist der Geld. 160 und 750.
50. Chillig, Digga. Ja, wir haben erstmal 15k verdient in Summe. Ziemlich gut eigentlich. Das Gute ist. Was Gute. Im Bereich des Möglichen wäre jetzt auch mittlerweile schon, dass wir einen Brunnen machen. Nur wie gesagt, ja, ich komme gerade gut aus mit dieser Routine, dass ich bei meinen Hühnern bin und dann sie füttere. Haus, nein, brauche ich nicht gerade. Hühnerstall habe ich. Außerdem habe ich keine 4000 Gold. Stall, Brunnen, Silo, naja, Silo wäre eigentlich nochmal geil. 5 Kupferbahn habe ich, Lehm habe ich, glaube ich sogar, Stein, wäre alles da. Weizen, Rüben und Reis zu mahlen. Weiß ich nicht, brauche ich glaube ich nicht. Zumindest noch nicht. Ein leeres Gebäude, das wäre eigentlich geil. Einfach einen Schuppen dann zu haben für unsere Kisten und auch für so. Ist halt eigentlich so eine Taschendimension, weil im Raum gibt es dann immer mehr. Ja, mehr Platz als dann draußen, glaube ich. Züchte Fische. Ja, das ist eigentlich auch geil. Aber gut, es liegt einfach auch noch sehr außerhalb von unserem Budget. Muss man auch sagen. Pferdestall. Auch gerade noch nicht so das. Ja, das sowieso noch nicht. Großer Hühnerstall. Auch außerhalb von unserem Budget. Wo ist dann der große Stall? Gut, dafür braucht man wahrscheinlich schon mal einen Stall generell. Okay, na gut. Das heißt, aber ein Silo wäre durchaus noch möglich, weil kostet wirklich kaum was. Oder ein Brunnen. Kostet ja auch nur ein Taui. Ist jetzt auch nicht die Welt. Ich glaube, wir bauen noch ein Silo. Vor allem, weil wir sowieso kein Holz dafür brauchen. Wer hat Geburtstag? Maru hat heute Geburtstag. Es juckt mich irgendwie nicht. Ich weiß, dass heute Ruhetag ist, aber ich möchte irgendwie mit Abigail reden. Abigail, wo bist du? Boah, Leute, ich bin gerade so froh generell, dass wir das geschafft haben mit unserem Orangenbaum. Dass wir den nochmal anpflanzen konnten. Oh, Regenbogenmuschel, das ist geil auf diese Qualität. Hallo Lea. Ich bin für den Klang des Meeres gekommen. Wunderschön, nicht? Ja, sehr. Da gebe ich dir recht. So, das brauchen wir noch fürs Community Center, gell? Ja. Hab's gewusst. Da müssen wir auch noch schauen, nämlich brauchen wir nochmal ein Ding dann. Das könnte aber diese sein. Die können wir, glaube ich, auch finden. Oder die zumindest. Ja. Das heißt, wir brauchen keinen solchen Käfig. Für, weißt du, was soll ich sagen, für die. Brauchen sich also keinen Käfig suchen für so Krebse. Oder bauen. Kann man ja bauen. Oder kann man den selber noch bauen? Ja, kann man noch. Gut, wir können ja eine Krabbenreise dann mal machen. Weil es wurscht ist. Aber jetzt werden wir noch mal ein bisschen angeln. Auf entspannt, auf chillig, Digga. Und dann beenden wir die Folge und den Tag, hätte ich gesagt. Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann auch mal auf unserer Farm dann so einen Fischteich dann haben selbst. Können wir dann ein paar Fische züchten. Ja. Vor allem ist es ja dann gut, wenn wir ein gutes Rezept haben für Fische. Das heißt, wenn wir irgendwas haben wie, weiß nicht, also der Aal dann, wie heißt der? Spicy Eel. Würziger Aal, theoretisch. Dann könnten wir die Aale züchten und durch diese gezüchteten Aale haben wir dann halt immer wieder den Stoff halt für dieses Essen halt. Oder eine Zutat zumindest. Cool, was haben wir hier? Ja, eine Rotbarbe. Was auch spannend wäre, weil morgen ist ja dieses Festival. Spannend wäre es hier nochmal zu schauen,
ob wir irgendwas bekommen könnten. Nur von der Theorie hier. Naja, ich schaue dann nochmal nach, was alles gut ist. Offline und werde dann was mitnehmen. Oh, eine Flunder. Die Frage ist nur, welche Qualität hat die Flunder? Oh, cool, gut. Hallo Willi. Manche Fische kommen und gehen nach mit den Jahreszeiten, ne? Manche kommen nur nachts oder im Regen raus. Ja, ja, ja. Ich frage mich, wann der Aal kommt. Kommt der dann im Sommer in der Nacht? Who knows? Na, ist das chillig. Der Willy Boy und ich, also wir sind einfach die schon immer die besten Bres gewesen. Wir haben uns schon immer beim Angeln zugesehen. So auf richtiger Chillig-Basis. Und ja, da kennen wir uns schon seit der Grundschule, nämlich, weißt du. Waren gute Zeiten damals. Waren gute Zeiten. Damals ist es noch gar nichts gegangen. Da haben wir einfach nur die Fische gefangen, wie sie herkommen. Hergekommen sind. Also einfach ein nach den anderen Fisch gefangen. Einfach perfekt. Das war einfach perfekt damals. Oh nein, wir hatten fast den perfekten Run dafür. Okay, das war jetzt schlecht. Noch eine Flunder und noch nochmal goldene Qualität. Cool. Schade, dass man keine Flunder goldene Qualität reintun kann. Noch ein Fisch. Ach ja, und das Festival findet, by the way, auch hier am Strand statt. Ein perfekter Catch. Da ist ja wieder Iridium-Qualität, oder? Fange 100 Fische. Wow, 100 Fische haben wir schon. Nein, das war keine Iridium-Qualität. Für das, dass wir einen perfekten Fang hatten, hätten wir es aber schon verdient gehabt, Jigo. Ja gut, ich werde mal gehen. Vielleicht kommt die Ebi noch mal raus. Mal einfach vor der Türe warten und schauen, ob das sich was tut. Und dann, ja. Bin ich bereit für mein virtuelles Bett. Hallo Lea. Für mein virtuelles Bett. Das wäre jetzt absolut nett. Happy, da bist du ja beim Grab. Hallo. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Jeder ist so gespannt auf das Luau morgen. Ich bin vielleicht auch ein wenig nervös, weil der Gouverneur da sein wird. Hm, cute. So cute. Okay, ja, wir haben die Epi nochmal gesehen. Mag sie uns jetzt 4 Herzen ein? Verstehe ich. Bei diesem läppschen Low-Quality-Quarz, was wir da geben, verstehe ich, ja. Macht halt nicht so viel her, ne? Wie so ein schöner Amethyst. Aber ich verstehe nicht, warum sie sagt, sie war hungrig. Sie ist halt einfach... Gut. Gut, ich kann mich daran erinnern, dass es sowieso schon immer ein Insider war, glaube ich. Ich habe gerade das Verlangen, diese Regenbogenmuschel reinzuwerfen, aber egal. Kann man immer noch machen. Das ist ja das am Verkaufen. Man braucht eigentlich nichts verkaufen. Weil man kann es immer wieder verkaufen. Die Auster, die fehlt noch im Community Center, dann können wir sie eigentlich da reintun auch. So. Okay. Stecken. Was haben wir hier? Weintraubengelee und Radieschen eingelegt. Ja, das kommt erstmal alles da rein, weil wir es können. Und warte mal, was können wir noch reintun? Ich weiß es nicht, ich fühle mich so schlecht. Ich möchte diese ganzen Dinger hier behalten. Ich werde einfach die Forageables da reintun. Meerrettich und Lauch mal probieren. Und immer wieder den Wert so ein bisschen checken.
Natürlich, also mir ist schon bewusst, dass man da im Wiki nachschauen kann, aber ich kann jetzt während der Aufnahme schlecht nachschauen. Also ich kann schon. Aber das dauert wieder und dann müsste ich cutten und ich will aber auch nicht cutten. Ja, versuch zu schlafen. Ich wollte nur mal sehen, wie süß unser. Außerdem fürs Thumbnail. Können wir das hier. Stellen wir es hier nebenbei hin. Neues süßes Typen. Weiß ich, vielleicht ist es dann auch nicht das Thumbnail, aber egal. Cool wäre es eigentlich, wenn wir die Tür über Nacht offen lassen würden, dass es einen Fuchs gibt, der dann alles fressen wird. Das wäre eigentlich ein cooles Feature, auch wenn es allgemein nicht cool wäre, natürlich für meine Hühner und für meinen wirtschaftlichen Erfolg. Aber ich finde es halt einfach nice, weil dann hättest du jeden Tag die Motivation, dass du halt dann, ja, so magst. Leute, ich habe gerade festgestellt, ich werde wahrscheinlich jetzt ein, zwei Tage in-game aufnehmen, ohne dass ich aufnehme. Habe ich gesagt, in-game aufnehmen, ohne dass ich aufnehme. Ja, aber auch spielen, ohne dass ich aufnehme. Weil ich gerade. Ich habe schon Bock aufs Spiel, aber aufnehmen ist trotzdem immer ein bisschen anstrengender. Ja. Und das war eigentlich eine gute Ausbeute. Radieschen und Gelee für die Traube. Ist schon nice. Na gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde aber alles berichten, was sich geändert hat. Und ich werde auch ja, nicht allzu viele Dinge machen. Vielleicht ein bisschen dein Erfolg bei Abigail erweitern, also ihr ein paar Sachen schicken, wenn es geht. Und auch allzu viele Tage werde ich auch nicht spielen. Mein Hauptziel ist vielleicht, dass ich einfach Amethysten farmen werde. Wenn ich ein bisschen Glück habe. Und ein bisschen Holz und halt vielleicht ein Silo in Auftrag geben werde. Aber diese Dinge werdet ihr dann eh erfahren. Und ich möchte einfach mal ein paar Tage spielen, ohne dass ich mich dazu gezwungen fühlen muss, aufzunehmen. Vor allem das Ding ist, weil es ja sowieso fast keiner sieht. Ja. Genau. Ein, zwei Tage, drei Tage, vielleicht vier. Je nach Bock. Heute ist sowieso nicht mehr. Werde ich sowieso nicht mehr so lange zocken und morgen kann ich dann wieder aufnehmen. Weil ich sowieso wieder Energie habe. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder. Ciao.